Seid ihr herzlich willkommen. Eine Monatslegung für Monat Oktober für Waagegeborenen. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, ein Monatsorakel buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz, 12,50 Euro wegen der Bankgebühren. Was ich noch erwähnen möchte, jeden Monat erscheint mein kostenloser Newsletter. Jedes Mal ein anderes Thema, eine astrologische Vorschau, ein Monatsengel. Und jeden Monat gibt es ein Angebot, ein Orakel mit vedischer Astrologie für halben Preis. Diese Newsletter könnt ihr per E-Mail bestellen und jeder Monat kommt automatisch. Und jetzt schauen wir an, was passiert Monat Oktober. Erste Woche sehen wir hier. Dieser Turm bedeutet Einschränkungen oder ein Amt oder eine rechtliche Lage. Dieser Turm erscheint in seinem Kopfbereich, das beschäftigt ihn in seinen Gedanken. Kommen wichtigen Gesprächen, das kann von einem Amt kommen, hat mit diesem Haus was zu tun. Das kann sein Zuhause sein oder kann auch Immobilie auch sein. Diese Sense hilft, die Einschränkungen zu entfernen. Und dann könnt ihr mit Neuigkeiten rechnen. Und hier ist die Schlüssel dazu. Und das bedeutet einen selbstsicheren Auftreten. Und das hier öffnet sich eine neue Tür, vielleicht ein neues Zuhause. Und bedeutet in diesem Fall dann Umzug. Etwas geht zu verloren, weil die Mäuse sind da und in Kartenlegen sagen wir, dort, wo die Mäuse erscheinen, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Das kann Gesundheitsthemen auch sein, dass du dich nicht wohlfühlst oder jemand ist krank in der Familie. In diesem Fall kann dieser Turm im Zusammenhang mit diesem Baumkrankenhaus auch sein. Aber das geht zu Ende dieser Krankheit, weil die Mäuse das entfernen. Was dieser Baum noch bedeuten kann, angekommen zu sein, verwurzelt zu sein, Sicherheit, Stabilität, aber die Mäuse können das entfernen. Und das ist schon möglich, dass Anfang Oktober hast du das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen. Aber stärke dein Glauben. Das symbolisiert dieses Kreuz. Oder Schicksal, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder kann eine wichtige Entscheidung auch sein, weil du erreichst in deinem Lebensweg diese Kreuzung. Und wirst du neu orientieren, wie soll das weitergehen. Zweite Woche, Monat Oktober, sehen wir hier. Er steht hier im Mittelpunkt, symbolisiert die Männer. Wenn du eine Dame bist, dann ist dieser Mann dein Partner oder dein Wunschpartner. Neben ihm, dieser Anker bedeutet sein Grundbedürfnis nach Sicherheit, verankert zu sein. Aber er findet seinen Platz nicht, weil vor ihm liegt die Wolke, die Unklarheit. Er muss das noch überprüfen, wo ist sein Platz im Leben. Anker kann auch sein Beruf, Berufung auch sein. Da ist ein bisschen chaotisch, alles so durcheinander. Aber bald scheint die Sonne und dann ist mit Herz und Seele dabei. Natürlich, dieser Herz bedeutet Liebe. Hier klärt sich etwas auf und du gibst ihm Kraft, sucht die Verbindung oder kehrt wieder zurück, bekommst du eine Nachricht oder er erwartet, dass du schreibst.
Die Karten können Internet auch bedeuten, dass er da schaut von Hintergrund und entdeckt einen Brief oder ein Bild von dir und die Sonne macht dich auch sichtbar. Dritte Woche, Monat Oktober, sehen wir hier. Diese Falschheit oder falsche Entscheidungen geht zu Ende, weil dieser Sarg beendet das. Kann auch sein, dass du befindest dich in einer erbschaftlichen Lage und sei vorsichtig, da läuft nichts so gut. Jemand ist falsch. Aber verändert sich etwas, kommt Bewegung und auch Glück. Dieser Sternenhimmel kann auch Spiritualität auch sein, da kannst du etwas verändern, etwas in Bewegung setzen. Hier, die beiden Karten zeigen altes Wissen, Weisheit. Und damit stehst du in Öffentlichkeit und bekommst du Anerkennung. Diese Schlange kann die Heilung sein oder die Wandlung. Aber kann auch eine Frau auch sein, macht Probleme, Schwierigkeiten und verletzt dich oder hat dich schon verletzt in Vergangenheit und du möchtest diesen Kontakt zu dieser Frau dann auch abschließen. Eine gute Entscheidung, weil hast du mehr Bewegung, mehr Freiheit, kannst du alles loslassen. Letzte Woche, Monat Oktober, sehen wir hier. Vor dir die Blumenstrauß bedeutet deine Schönheit oder du verschönerst etwas in deiner Umgebung. Kann auch eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk sein, was schon auf dem Weg zu dir ist. Wirst du Glück haben, was die Finanzen betrifft. Oder dieser Hund kann ein Hund sein oder Katze, aber auch Freundschaften. Was dieser Hund noch bedeutet, dass sie seine Treue oder das Geld bleibt, treu erhalten und bringt dir auch Glück. Finanziell klärt sich etwas auf und das Geld ist auf dem Weg zu dir, hier ist die Hoffnung. Aber halt alles noch im Verborgenen. Oder diese Karte kann auch dein Traum sein, dein Wunsch. Und glaube daran, dann kommt es auf dem Weg. Und diese Karte zeigt die Hoffnung dazu. Bedeutet aber auch eine Reise oder Ausland, Auslandskontakten. Und das war dieser Monatsorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.